Andreas Rieder, CBRE, heute bei unserem Get-to-Immobilientag. Eine der ersten Veranstaltungen, die wieder mal so richtig im normalen Setup stattfinden können. Ihr habt heute auf der Bühne diskutiert über das Thema Retail, wie entwickeln sich Retail-Flächen weiter, wie steht es mit dem Thema Onlinehandel und so weiter. Was hat das für die Immobilie für einen Effekt? Ja, es ist ein großer Wechsel hin vom stationären Einzelhandel in Geschäftsstraßen hin zu Online. Und da gibt es eine Statistik, 1 Milliarde Umsatz im Onlinehandel schafft die Nachfrage nach ca. 100.000 Quadratmetern Logistikflächen. Also die Logistikflächen boomen und Einzelhandel in manchen Lagen tut sich schwer. Aber da müssen halt andere Konzepte gefunden werden. Ich sage immer, im Worst Case, wenn man in London schaut, da wohnen die Leute auch im Erdgeschoss. Ja, und das funktioniert auch. Also und besonders innerstädtische Flächen sind sehr, sehr gefragt und da gibt es verschiedene, ob es jetzt ein Ärztezentrum ist. Also es wird nicht alles Einzelhandel bleiben, was heute Einzelhandel ist, und life is change. Ja. Die Pandemie hat das natürlich befeuert, hat diese Entwicklung beschleunigt. Jetzt habe ich zum Beispiel vor ein paar Tagen hat Amazon einen Verlust bekannt gegeben. Also scheinbar dürfte dieser Effekt jetzt auch ein bisschen wieder zurückgehen. Ich glaube, das hängt wahrscheinlich, fürchte ich, mehr damit zusammen, dass die Leute generell nicht mehr so viel Geld für Konsum haben, weil Heizkosten, wie gerade heute, und Treibstoffkosten und Stromkosten so enorm steigen. Und irgendwo muss man dann sparen. Wenn man das Netflix schon abgemeldet hat, dann bleibt nur noch beim Einkauf zu sparen. Und leider werden wir das wohl die nächsten 1-2 Jahre erleben, dass da nicht mehr so viel Geld da sein wird für den Einzelhandel. Ist halt für unsere Städte auch kritisch, oder? Die Belebung der Innenstädte und so weiter, das lebt schon viel von den Geschäften. Ja, aber es gibt ja auch die Bars und die Restaurants, und das habe ich jetzt in London gesehen, während der Einzelhandel dort leidet. Also das Leben in der Stadt war, also ich glaube, da gibt es einen irrsinnigen Nachholbedarf. Alle Leute im Zweifel kaufen es lieber nichts ein und gehen am Abend wieder aus und genießen das Leben wieder. Also da sehe ich jetzt zumindest mittelfristig jetzt nicht so den Einbruch, weil die Leute alle wieder mal auch Spaß haben wollen und weggehen wollen. Wie steht es mit dem Thema Nachhaltigkeit, gerade wenn es um Retail geht? Ja, das ist überall ein mega riesiges Thema und auch in Logistik, sogar in Logistik. Also alle Eigentümer, alle Mieter, Vermieter haben da riesige Dinge, an denen sie arbeiten, und es ist unendlich, was sich da tut, und da wird sich auch noch sehr, sehr viel tun in den nächsten Jahren. Jetzt haben wir bei der Logistik das Thema, dass eigentlich die Flächen rar werden und beziehungsweise auch das Thema Bodenversiegelung ja immer mehr zu einer Art No-Go wird. Wie geht man mit der Thematik um? Ja, also da ist der Trend, dass man nicht mehr auf der grünen Wiese baut, sondern ältere, anders genutzte Objekte, zum Beispiel. So, dass das tollste neue Logistikprojekt ist außerhalb von Paris. Und das wurde auf einer ehemaligen Peugeot-Produktionsstätte errichtet. Und da gibt es viele, viele Beispiele. Es gibt ja sehr viele Produktionsbetriebe, die man nicht mehr braucht. Und das ist so der Trend, weil dann kriegt man auch nur die guten Ratings von den Agenturen, die sich mit ESG befassen. Also auf der grünen Wiese was zu errichten, da gibt es ganz schlechte Punkte. Und das wird wahrscheinlich immer weniger passieren. CBRE, ihr seid ja weltweit tätig. So eine internationale Krise, wie wir sie jetzt erleben, so ein Krieg, wie spürt sie denn im Unternehmen? Also bis jetzt gar nicht. Und wir haben so einen Chief Economist Worldwide, und der zeigt uns, dass seit 1945 so Events wie Kriege auf die Wirtschaftsentwicklung eigentlich gar keinen Einfluss hatten. Was im Moment eher beunruhigend ist, sind die Zins, also die Inflation, die hohe Inflation, die zu höheren Zinsen führen, und das wird wohl einen schlechten Einfluss auf die Wirtschaftsentwicklung haben. Aber so Kriege, jetzt über 50, 60, 70 Jahre betrachtet, haben auf die Wirtschaftsentwicklung relativ wenig Einfluss.
Super, vielen Dank, dass Sie heute wieder bei uns waren. Sehr, sehr gerne. Es ist immer eine Freude, da zu sein. Danke.